Wir sind zurück bei den Datenspuren und wir haben ja jetzt einen voraufgezeichneten Talk. Das ist der Thomas Friese, der wird uns etwas über Open Source Lizenzen erzählen und ab geht's. Hallo, ich bin Thomas ich arbeite beim Prototype Fund und kümmere mich da um die Belange der Softwareprojekte, die wir im Rahmen des Prototype Funds kümmern. Bin auch der Ansprechpartner für technische Fragen und uns erreichen immer wieder Fragen, welche Open Source Lizenz ist denn sinnvoll? Und deswegen würde ich jetzt gerne mal einen kleinen Überblick für euch geben. Erstmal zu dem Begriff freie Software, worum es heute vor allen Dingen gehen soll. Also die Lizenzen, über die ich sprechen werde, sind vor allen Dingen für freie Software. Mit freier Software bekommen NutzerInnen die Nutzungsrechte an einer Software ohne Vorbehalte, ohne Einschränkungen. Und diese Rechte werden allen somit pauschal eingeräumt. Es gibt zwei wichtige Säulen für freie Software. Das eine ist die Bedingung, dass es Open Source ist, sprich, dass der Quellcode frei verfügbar ist. Wikipedia beschreibt Open Source, als Open Source wird Software bezeichnet, deren Quelltext öffentlich ist und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open Source an sich hat ihren Ursprung in der Do-it-yourself-Bewegung und der Hacker-Bewegung der 60er und 70er Jahre und dann später auch der freien Softwarebewegung der 80er Jahre. Und die zweite wichtige Säule ist das freie Nutzungsrecht, also dass alle diese Software auch in ihrem Sinne nutzen können. Vielleicht ist jemand von euch schon mal die Abkürzung FOSS oder FLOSS untergekommen, das heißt Free, Libre und Open Source Software. Und das beinhaltet eben genau diese beiden Säulen. Was zeichnet Open Source aus? Nach der Open Source Initiative, die OSI, steht bei Open Source der praktische Nutzen für die Allgemeinheit einer frei verfügbaren Softwarestruktur im Vordergrund. Dazu gehören ein freier Softwaremarkt und die Ermöglichung einer kollaborativen Entwicklungsmethode, also dass man mit mehreren Personen oder in Gruppen zusammen an der Software arbeiten und sie entwickeln kann. Die freie Nutzung, das ist vor allen Dingen ein rechtliches Konstrukt, was durch die Lizenzen, die ich gleich mit euch durchgehen werde, geregelt wird. Bei der freien Software steht Open Source als Bedingung und ist dazu noch fokussiert auf die Kontrolle durch die NutzerInnen selbst und stellt dabei vor allem die sozialen, politischen und ethischen Anliegen in den Vordergrund. Ich möchte heute vorrangig über Softwarelizenzen reden. Deswegen erstmal, was ist überhaupt eine Lizenz? Eine Lizenz an sich ist erstmal eine Genehmigung, Dinge zu tun, die ohne diese Lizenz nicht erlaubt wären. Mit einer Lizenz wird also das Recht an eine Nutzung einer Sache oder einer Software eingeräumt. Das Recht am Eigentum bleibt jedoch immer bei den Lizenzgebenden. Das regelt die Lizenz nicht. Während die Lizenznehmenden, die NutzerInnen, das Recht auf die Nutzung erhalten mit der Lizenz. Und eine Softwarelizenz im Speziellen ist also ein Vertrag, in dem eine Partei der anderen Partei bestimmte Nutzungsrechte an einer urheberrechtlich geschützten Software überlässt und oder sie auch beschränkt. Wenn ich jetzt also im Folgenden von Lizenz spreche, meine ich eigentlich immer Softwarelizenz. Was regelt eine Lizenz? Vor allen Dingen rechtliche Aspekte. Das sind das allgemeine Nutzungsrecht an der Software selber, die Zahl der Nutzenden und die Art der Nutzung und so weiter kann eine Lizenz regeln. Das Recht auf die Weiterverbreitung der Software, das Recht auf Veränderungen etwaiger ausführbarer Dateien, also Binärdateien, das Recht auf Veränderung des Quellcodes,
sofern der auch vorhanden ist, das Recht auf die Weiterverbreitung der veränderten Version der Binärdateien oder des Quellcodes und sie kann auch das Recht auf etwaige Verlinkung von Binärdateien oder des Quellcodes mit anderer Software, die also nicht unter der Lizenz steht, regeln. Dazu werde ich später noch was sagen und bloß der Vollständigkeit halber, das ist jetzt, glaube ich, sehr technisch, aber das gibt dann noch einen Unterschied zwischen statischen und dynamischen Linking und das kann die Lizenz auch regeln. Eine Lizenz kann aber nicht nur Rechte bestimmen, aus einer Lizenz können auch Pflichten für die Nutzenden herausgehen. Das muss nicht sein, aber gerade die GPL, eine der wichtigsten Lizenzen, die ich dann gleich noch besprechen werde, da ist das sehr deutlich. Es gibt also in den meisten Lizenzen Bedingungen, unter deren die Nutzung steht. Was eine Lizenz gar nicht regelt, ist das bloße Ausführen des Programms zum Beispiel, weil das ist in nicht öffentlichen und privaten Rahmen eh gestattet. Das unterliegt keinem Verbot und das kann auch eine Lizenz nicht verbieten. Des Weiteren sogenannte EULAs, das ist eine Abkürzung für End-User License Agreement, das sind so kleine Scheinverträge. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr eine Software installiert und dann kommt am Ende nochmal so ein ganz langer Text, der bis nach unten gescrollt werden muss. Dann gibt es so zwei Buttons, stimme ich dem zu oder nicht? Und natürlich stimmt man dem immer zu. Deswegen ist das auch ein aufgedrängter Scheinvertrag. Und ist eigentlich nur gültig, wenn der Vertrag auch vor dem Kauf, also vor dem Erwerb der Software bekannt war. Das ist meistens nicht der Fall. Deswegen kann man da eigentlich immer okay drücken, ohne dass was passiert. Diese End-User License Agreements erlauben üblicherweise auch nichts, was nicht ohnehin schon erlaubt ist. Zum Beispiel das Programm an sich zu benutzen. Mit den Vereinbarungen sollen sich eigentlich Lizenznehmende irgendwelchen Verpflichtungen ohne irgendeine Art von Gegenleistung auferlegen. Dies widerspricht grundsätzlich dem Aufbau eines Vertrags, denn nach dem Erwerb der Software kann überhaupt nicht mehr davon ausgegangen werden, dass Nutzende dem Vertrag wirklich noch zustimmen. Jetzt möchte ich noch einen kurzen Überblick über die Geschichte geben von Lizenzen, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass es so viele Arten gibt und was das nötig gemacht hat. In den 50er und 60er Jahren wurde fast alle Software in wissenschaftlichen Zusammenhang, in Zusammenarbeit geschrieben und als Gemeinwohl- oder Public-Domain-Software erstellt. Software war zu dem Zeitpunkt gekoppelt, meistens gekoppelt an Hardware und konnte ohne diese spezielle Hardware eh nicht betrieben werden. Software wurde zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht als Ware gesehen und unterstand den Prinzipien der Offenheit und Zusammenarbeit, die in den akademischen Bereichen sehr etabliert waren. Genau dieses Prinzip wurde später zum zentralen Element der Hacking-Kultur. Ende der 60er Jahre stiegen dann aber die Produktionskosten für Software an. Das war der Entwicklung von Betriebssystemen und schnellen Compilern für Quellcode von Programmiersprachen geschuldet, die im Vergleich zu Kosten der Hardwareherstellung und Pflege stark anstiegen. Firmen begannen in den 60ern Software zu entwickeln, die auch auf geleasten Computern lief, also die nicht mehr an der Hardware beschränkt war. Dies erforderte keine zwingende Softwareunterstützung der Hersteller mehr und brachte somit auch viel weniger Einnahmen für Software. Während einige Software kostenlos erhältlich blieb, gab es aber immer mehr Software, die unter eingeschränkten Rechten bezahlt werden musste. Vor 1974 war Software generell nicht mit Lizenzen verbunden und wurde als Public Domain behandelt und so weitergegeben. Meistens auch mit dem Quellcode, dass andere das eben für sich verbessern und bearbeiten konnten. Aber 1974 entschied in den USA die Kommission für technologische Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke, kurz CONTU, dass Computerprogramme, soweit sie die ursprüngliche Schöpfung eines Autors verkörpern
ordnungsgemäß Gegenstand des Urheberrechts sind. In den späten 60ern, in den späten 70ern und frühen 80er Jahren beginnen dann Computerhersteller und reine Softwarefirmen damit, Software generell erstmal eingeschränkt zu lizenzieren und als Produkte zu vermarkten. Neue Softwareentwicklungen wurden durch Urheberrechte, Warenzeichen oder Leasingverträge rechtlich eingeschränkt. Und um die Einnahmen zu steigern, begannen viele Firmen damit, den Quellcode gar nicht mehr mit auszuliefern oder zu verbreiten, sondern nur noch den ausführbaren Maschinencode, also die Binärdateien. Ein wichtiges Beispiel war die Veröffentlichung von AT&T, die 1983 die erste proprietäre Version seines berühmten Unix System 5 veröffentlichte, was eigentlich fast ausschließlich aus dem Code von der Universität Kaliforniens bestand. Im September 1983 gründete dann Richard Stallman das GNU-Projekt mit dem Ziel, ein freies Unix-artiges Betriebssystem zu entwickeln, das eben nicht mehr einfach geklaut werden konnte. Um das rechtlich abzusichern, entwirft er das Copyleft-Prinzip. Das bedeutet, dass alle die mit Software mit oder ohne Veränderungen weiterverteilen, die Freiheit zum Weitergeben und Verändern mitgeben müssen. So soll garantiert werden, dass alle Nutzenden die gleichen Freiheiten haben, behalten und auch weiter vererben. Auf diesem Prinzip beruhen alle GNU-Lizenzen, die von Richard Stallman und seiner Gruppe entwickelt wurden. Das Konzept von Copyleft beschreibt Richard Stallman 1985 in seinem Buch GNU Manifesto so: GNU is not the public domain. Everyone will be permitted to modify and redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further redistribution. That is to say, proprietary modifications will not be allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free. Als eine das Prinzip Copyleft unterstützende Organisation wird dann 1985 die Free Software Foundation gegründet. Sie gibt dem GNU-Projekt den nötigen administrativen, rechtlichen und finanziellen Rahmen. Auch schon vorher experimentierten mehrere Programmierer bereits Mitte der 80er Jahre mit Copyright-Vermerken im Quellcode und riefen dazu auf, den Source-Code zu kopieren und auch zum eigenen Nutzen zu verändern. Larry Wall gab zum Beispiel 1985 dem Unix-Tool TRN den Hinweis mit: You may copy the TRN kit with whole or in part as long as you don't try to make money off it or pretend that you wrote it. 1985 veröffentlicht auch Stallman den Editor Emacs und legt einen Text bei, die GNU Emacs Copying Permission Notice, die allen NutzerInnen das Recht einräumt, Kopien von Emacs zu machen und Modifizierungen des Programms zu machen, solange sie nicht das Recht auf Eigentum an der veränderten Version von Emacs erheben. Darauf aufbauend veröffentlicht Richard Stallman dann 1986 die GNU Emacs Public License, die als erste freie Software-Lizenz gilt. Stallman bekommt daraufhin Nachfragen, ob die Lizenz nicht erweitert werden könnte und noch für mehr Software als für Emacs gelten könnte. So ändert er 1986 den Emacs Copyright-Vermerk in eine Copyleft-Lizenz. Ein Begriff, den er vom Programmierer Don Hopkins entliehen hat und der nach Stallman für jede Software gelten sollte. Diese neue Lizenz wird dann die erste GNU General Public License
die erste GPL, die aber erst 1989 dann vom GNU-Projekt in der ersten Version veröffentlicht wird. Die war auch noch nicht perfekt, denn die Version 2 der GPL beinhaltet dann eine Klausel, die als Liberty of Death Klausel bekannt wurde. Nach dieser dürfen dann LizenznehmerInnen den Quellcode nur noch dann weiter verbreiten, wenn sie allen in der Lizenz festgehaltenen Pflichten erfüllen können, unabhängig von Verpflichtungen, die aus anderen Lizenzen oder Verträgen entstehen könnten. 1991 wird so der Grundstein für die Freiheit der Nutzenden gegen eventuelle Patentrechtsklagen in der GPL festgelegt. 1992 gab es dann einen weiteren sehr wichtigen Meilenstein, wie sich nachher herausstellen sollte. Linus Torvalds hat den Unix-Kernel in der Version 0.1.2 veröffentlicht und das war die erste Version, die er unter die GPL gestellt hat. Hat also den Lizenzvermerk in der Version das erste Mal beigefügt. Damit wollte er erreichen und hat er offensichtlich auch geschafft, dass viele mehr an dem Kernel mitwirken und so die Community insgesamt den Betriebskernel entwickeln kann. Die erste ausschließlich unter GPL stehende Software verwendende Linux-Distribution, Debian GNU Linux, wird dann 1993 von Ian Murdoch angefangen. Debian ist ausdrücklich den GNU und Free Software Foundation Prinzipien freier Software verpflichtet, was sogar im Debian-Gesellschaftsvertrag festgehalten ist. Parallel gab es aber noch weitere Entwicklungen von freien Softwarelizenzen, die auch weniger restriktiv gegenüber der GPL waren. Die der GNU Public License ähnelnde GCC General Public License für die GNU Compiler Collection ist 1987 erschienen. Das ist deswegen wichtig, weil sie fast identisch mit der GNU Public License war, aber das erste Mal eine Ausnahmeregelung enthielt, dass die Software auch in andere verlinkt werden darf. Das ist eben dieses Linking, was wir vorhin angesprochen hatten. Das heißt, dass man kompilierte Versionen in anderer Software benutzen darf, wenn sie nicht Teil des Quelltextes ist. Aber in der Binärdatei darf es dann vorkommen. Die Verwaltung der University of California in Berkeley veröffentlichte 1988 die erste BSD-Lizenz in der ersten Version. Die BSD-Lizenz ist die allererste in der Gruppe der freizügigen Open-Source-Lizenzen, auf Englisch Permissive Licenses, und unterscheidet sich von der GPL, dass sie vor allen Dingen kein Copyleft-Vermerk enthält. Das bedeutet, dass niemand verpflichtet ist, den Quellcode mitzuveröffentlichen, lediglich der Lizenzvermerk an sich muss erhalten bleiben. Auf diesem Weg soll eine noch größere Freiheit der NutzerInnen erreicht werden. Und währenddessen wurden immer mehr Lizenzen entwickelt, die auf verschiedene Bedürfnisse angepasst wurden. Und jetzt habe ich mal die wichtigsten Gruppen an Lizenzen, nicht nur an freien Lizenzen, hier rausgeschrieben. Ganz oben sind die freisten Lizenzen und ganz unten die uneingeschränktesten, die eingeschränktesten. Ich werde jetzt mal im Detail noch etwas zu den wichtigsten Gruppen sagen. Die Gruppe der Public Domain Lizenzen oder überhaupt Public Domain, das bedeutet, das ist gemeinfrei, die gewährt alle Rechte und erfordert überhaupt keine Pflichten. Also ich darf mit dem Source Code machen, was ich will, ich darf mit den Binärdateien machen, was ich will, ich darf es kommerziell nutzen. Wichtige Lizenzen dazu sind eben die Gemeinfreiheit oder auch Public Domain. Auch die Gruppe der Creative Commons Lizenzen hat dazu eine Lizenz, nämlich die ohne Urheberrechtsschutz oder kurz auch CC0. Dann gibt es die What the Fuck Public License. Es gibt sogar eine BSD License, die hat dann die Zero Clause mit drin. Das ist eine Einschränkung,
die eben sagt, dass jeder damit machen darf, was er will. Und es gibt die Unlicense oder eben auch die Nicht-Lizenz, die haben im Prinzip alle das Gleiche mit mehr oder weniger verschiedenen Formulierungen. Es gibt die freizügigen Lizenzen, die gewähren auch alle Nutzungsrechte an sich. Kopien vom Quellcode oder den Binärdateien müssen nicht mehr unter der gleichen Lizenz stehen. Sie dürfen kommerziell oder auch proprietär verwendet werden. Sie dürfen auch mit anderen Lizenzen gemischt werden, aber der Lizenzvermerk muss immer erhalten bleiben. Es gibt eine ganze Gruppe von BSD-Lizenzen mit mehr oder weniger verschiedener wichtiger Ausnahmeregelungen. Auch die MIT-Lizenz gehört eigentlich zu den BSD-Lizenzen und die Apache-Lizenz ist auch noch eine sehr wichtige. Die enthält zum Beispiel den Unterschied, dass keine Patentrechte erhoben werden dürfen auf die Software. Weitere Lizenzen, bloß der Vollständigkeit halber. Es gibt auch eine GNU-Lizenz, die All Permissive License, die Academic Free License und die Artistic License gehören auch zu den Permissive Licenses. Und als Creative Commons License kommt dann die Creative Commons mit Namensnennung in Frage oder auch kurz CC BY. Es gibt die Lizenzgruppe mit dem schwachen Copyleft. Die gewährt auch alle Nutzungsrechte, verbietet aber die Verwendung in nicht freier Software, enthält aber Ausnahmeregelungen, wie eben zum Verlinken. Dazu gehört die GNU Lesser Public License, die LGPL. Dann gibt es extra noch für Bibliotheken die GPL Linking Exception oder auch die Mozilla Public License gehören zu der Gruppe. Dann die Gruppe, wozu die GPL-Lizenzen gehören, die Richard Stallman vor allen Dingen geprägt hat, die Copyleft-Lizenzen. Die gewährt auch alle Nutzungsrechte, verbietet aber die Verwendung in nicht freier Software und kennt nicht Ausnahmen, dass sie verlinkt werden darf. Das sind eben alle GNU Public Licenses. Es gibt auch die GNU Afero General Public License. Auf den Unterschied kann ich später noch mal ganz wenig eingehen. Oder auch die Common Development and Distribution License. Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel die European Public License. Als Kreativlizenzen kommen dann noch die Creative Commons mit Namensnennung und der Bedingung unter Weitergabe mit den gleichen Bedingungen in Frage, das ist dann die CC BY SA. Und noch ein paar andere. Ich werde am Ende diesen Vortrag auch als PDF zur Verfügung stellen und da gibt es dann nochmal eine genauere Auflistung. Als noch mehr eingeschränkte Gruppe sind dann schon die nicht kommerziellen Lizenzen zu sehen. Die erlauben natürlich die private Nutzung und auch die Nutzung innerhalb gemeinnütziger Organisationen. Und sie kann auch mit GPL und anderen Copyleft-Lizenzen kombiniert werden. Da ist eben vor allen Dingen die Java Research License zu erwähnen oder die Aladdin Free Public License. Und bei Creative Commons gibt es dann eine, die explizit nicht kommerzielle Nutzung verbietet. Das ist dann die CC BY NC. Und dann die ganzen Gruppen von generell unfreien Lizenzen. Proprietäre Lizenzen beschränken das Recht und die Möglichkeit auf Wiederverwendung und Weiterverwendung und auch das Recht auf Änderung oder Anpassung durch Nutzende oder Dritte. Gängige Mittel zur Einschränkung sind dann Softwarepatente, an die Lizenz geknüpfte Bedingungen wie eben End-User-License-Agreements oder nicht veröffentlichte Standards, die keiner nachvollziehen kann oder die kommerziellen Recht unterliegen und die Behandlung des Quelltextes als Geheimnis.
Wenn keine Lizenz angegeben ist, gilt eigentlich generell das Urheberrecht. Also dann ist es nicht Public Domain, sondern dann liegen alle Rechte bei den Schaffenden. Und ganz zum Schluss gibt es noch das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Da ist eigentlich alles geheim. Also das kann nur in geschlossenen Gruppen benutzt werden und ist auch nur in geschlossenen Gruppen bekannt. Es sei denn, jemand leakt davon was. Aber das ist, wenn dann, nur die Ausnahme. Ich habe jetzt hier nochmal eine Übersicht von den wichtigsten Lizenzen. Das muss man sich jetzt nicht alles genau angucken, aber wie gesagt, ich werde es am Ende zur Verfügung stellen. Im Lizenzcenter des Instituts für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, kurz IFROS, sind übrigens insgesamt 275 Open Source Lizenzen aufgelistet. Zudem ist auch jeder und jedem freigestellt, eine eigene Lizenz für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln und die zu veröffentlichen. Und das passiert auch ständig. Also die Gruppe der Lizenzen, der freien Lizenzen erweitert sich auch ständig. Hier bloß mal als ein Beispiel ist der Unterschied zwischen AGPL und GPL, also Spalte 3 und 4, ist lediglich, dass Software, die unter der AGPL steht, auch kommerziell für Software as a Service genutzt werden kann. Also man darf diese Software auch vermieten, was in der GPL verboten ist. Also das ist vielleicht eine Übersicht, die interessant sein kann, wenn jemand von euch eine Lizenz für das eigene Projekt sucht. Jetzt möchte ich noch auf die überhaupt Verbreitung der Lizenzen eingehen. In den frühen 2000er Jahren waren auf SourceForge, was damals die wichtigste Online-Plattform für Quellcode war, waren die Copyleft-Lizenzen sehr, sehr viel beliebter als heute und auch als die Permissive-Licenses, beziehungsweise waren weiter verbreitet als die anderen Lizenzen. Hier in der Grafik sehen wir in Gelb sind die Copyleft-Lizenzen, also GPL und so weiter, und die orangefarbenen sind die freizügigen Lizenzen, BSD, MIT und Apache. Und da sieht man eindeutig, dass von 2012 bis 2019 das Verhältnis zugunsten der freizügigen Lizenzen sich verschoben hat. Die Copyleft-Lizenzen verlieren zwar im Trend, aber nur im Vergleich zu den anderen Open-Source-Lizenzen. Ein Grund dafür ist, dass sich zum Beispiel mehr Projekte für duale Lizenzierung, also Mehrfachlizenzen, entscheiden. Bei Mehrfachlizenzierung kann eine Software zum Beispiel kommerziell vertrieben, aber gleichzeitig von einer Community betreut werden, die sichergestellt bekommt, dass der Quellcode offen bleibt. Oder es können andere restriktive Erweiterungen genutzt werden. Bei uns im Prototype Fund gibt es eine ganz ähnliche Verteilung. Das ist der aktuelle Stand von unseren Projekten. Hier ist ungefähr die Hälfte aller Projekte aufgeführt. Also wir haben bis jetzt 140 Projekte etwa gefördert. Und man sieht deutlich, dass sich die meisten Projekte für eine MIT-Lizenz entschieden haben. Und zusammen mit der Apache-Lizenz ist es auch die deutlich größte Gruppe. Aber die Copyleft-Lizenzen, GPL und AGPL, sind trotzdem sehr stark vertreten. Ich vermute, dass sich der Trend auch hier noch fortsetzen wird, weil Software as a Service zum Beispiel auch immer wichtiger werden wird. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die rechtlichen Aspekte eingehen. Also was passiert, wenn jemand gegen eine Lizenz oder eine Vereinbarung verstößt? Dazu gab es zwei sehr große und bedeutsame Klagen, die auch immer wieder als Beispiel genommen werden. 1992 zum Beispiel. Da klagte die Firma AT&T gegen die Universität von Kalifornien, damit sie die Rechte an den Unix-Quellen erhält. Wie sich aber im Prozess herausstellte, hatte AT&T die
gesamte freie universitäre Produktion in ihren Bestand einfach übernommen und lediglich die Urheberrechtsangaben entfernt. Es gab einen großen Vergleich von allen Quellcode-Dateien und im Rahmen dieses Vergleichs erhielt AT&T von ungefähr 18.000 umstrittenen Dateien lediglich die ausschließlichen Rechte an 3 Dateien. Also sie haben nachweislich nur 3 Dateien selber erstellt und verändert. Das zweite große Urteil war dann 2003, da klagte die Firma SCO gegen IBM, um die Rechte an den Linux-Quellen zu erhalten. SCO begründete das mit angeblichen Urheberrechtsverletzungen des Unix-Copyrights. IBM hätte die Quellen aus Unix illegal nach Linux übertragen. SCO konnte seine Behauptung im Prozess aber überhaupt nicht belegen. Das Verfahren endete und wurde beigelegt, als sich herausstellte, dass SCO überhaupt nicht in dem Besitz von Unix-Urheberrechten war, sondern diese lagen damals bei der Firma Novell. In Deutschland ist es so, wer einen Verstoß feststellt, der muss erstmal abmahnen und verlangen, dass der Vertrieb nur unter den vorausgesetzten Bedingungen weiter erfolgt. Je nach Lizenz bedeutet das, dass zum Beispiel der Quellcode unter der entsprechenden Lizenz verfügbar gemacht werden muss oder bei strengen Copyleft-Lizenzen, dass auch die Anpassungen, die gemacht wurden, beziehungsweise die Erweiterungen veröffentlicht werden müssen. Zudem kann die Erstattung von Mahnkosten und Schadensersatz gefordert werden. Die Beklagten müssen dabei Auskunft über ihre Kundschaft geben, damit die gesamte Verbreitungskette nachvollzogen werden kann, um das Ausmaß einschätzen zu können. Wenn dann nichts von der beschuldigten Seite passiert, dann kann aufgrund einer sogenannten dauerhaften Verletzung des Copyrights eine vorläufige einstige Verfügung beantragt werden. Ein Einspruch von der beklagten Seite würde dann zu einem Gerichtsverfahren führen. Eine Klage gegen eine solche Urheberrechtsverletzung kann in Deutschland aber nur von den Urheberinnen selber beziehungsweise deren rechtlichen VertreterInnen durchgeführt werden. Die Klagenden müssen maßgeblich an der Entwicklung der Software beteiligt gewesen sein. Ich hoffe, das war erstmal ein ausreichender Überblick über Lizenzen, Gruppen, warum. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Meine E-Mail-Adresse ist hier eingeblendet, also thomas@prototypehunt.de. Und ich hoffe, wir werden jetzt auch noch im Chat die Gelegenheit haben. Ich würde mich auch über Feedback freuen und wünsche euch noch viel Spaß sonst bei den Datenspuren. Oh, und wir schauen jetzt hier mal, ob jemand im Jitsi ist. Da scheint jemand da zu sein. Wir haben keine Fragen im Netz. Haben wir Fragen vor Ort? Wir haben niemanden vor Ort, der Fragen stellen könnte. Rock, habt ihr Fragen? Schütteln mit dem Kopf. Dann hoffe ich, dass du E-Mails bekommst zu deinen Fragen. Gut, dann würde ich den Kurs hiermit abmoderieren. Ich danke dir.